Eins. Hallo und herzlich willkommen Zur nächsten Folge von unserem Together-Projekt Stardew Valley. Ist bei dir Nacht? Es sieht draußen echt dunkel aus, ja, aber ich bei mir glaube ist nicht. Geh mal Nacht. raus. Es Es ist 7:20 regnet, es ist nicht Uhr bei Nacht. mir auf der Uhr. Genau, es ist 7:20 Uhr, aber es regnet. Das sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen gießen. Nein. Komm Moment, mal Moment. raus. Meine Energie ist auch noch Oh, nicht wieder meine ist voll. voll. Oh ja, Also es regnet. Na, dann brauchen wir ja heute nicht bewässern. geh jetzt gleich nochmal schlafen. Ich Okay. geh nochmal Geh schlafen. du schlafen, ich setz mich mal vor den Fernseher. Nee, du musst ja Wieso? auch Meine schlafen. Energie ist voll. Ja, aber Ach ins so, Bett ja, gehen kann stimmt. ich Okay, ich alleine komme nicht. mit ins Bett. Ja, wir gehen noch ins Bett. Heiliger Bimbam. Jetzt verschlafe ich den ganzen Tag, ey. Oder? Wie Ja, läuft egal. das? Dann sind wir halt einfach nachtaktiv. Jo, stimmt. Nächster Ja, Tag, war 6 nichts Uhr. geschafft am Tag davor, Mensch. Meine Energie ist voll und die Pflanzen Können sind wir Fernsehen gewachsen. gucken? Ich mache heute das Programm. Moment, ich will gucken. Genau, mach du. So. Ich Erstmal mach hier mal das schon mal. Wetterbericht. Willkommen bei KOSU 5, deinem Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten, Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für heute. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Morgen. Aber heute, das ist heute, okay. Gut, was können wir noch erfahren? Was sagt denn das Leben vom Land? Ja, warte kurz. Falls ihr das natürlich auch sehen wollt, ich erwähne es nochmal, das Projekt findet immer in zwei Sichten statt. Das heißt, auf unserem Kanal könnt ihr auch die Sicht von Eumeli finden. Das heißt, ja, hat einfach die gleiche Partnummer, es steht halt Eumelis Sicht da. Und natürlich meine Sicht gibt es auch, falls ihr gerade bei der Sicht von Eumeli seid. Und ja, weiterhin viel Genau. Spaß. So, jetzt kommt das Leben vom Erzähl. Land. Moment, was erzählt uns das? Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Ich mach nur Spaß. Ich bin nicht bereit. Ich habe heute nichts für dich. Oh. So, was sagt denn die Oh. Wahrsager-Dame da? Es gibt ja auch Wahrsager-Kanal. Oh. Ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, das klingt gut. Dann gehen wir mal gucken, was uns der Tag so bringt, ne? Also ich habe gerade schon Treibholz geangelt bei uns im Oh. See, den wir Zeig ich hier haben. mal. Weiß nicht, ob man hier wirklich mehr Warte. fangen kann. Warte Also. kurz, ich Oh nein, muss ja, mal jetzt habe ich da kurz Panik. gießen hier. Egal. Ich habe schon überall gegossen. Ja, aber das da unten nicht, Das ist oder? schon. Doch, das ist schon. Ah, sah so ungegossen aus. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier ein bisschen um auf unserem Hof. Moment, ich muss gerade mal kurz. Hier ist ja. So. Bin ja gerade gekommen. Oben neben deinem Haus ist Ah, ein ja. Weg. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt als Jo. erstes hin. Boah, Hier ist auch guck ein mal, kaputtes ja. Haus und eine Höhle. Wir gehen Ja. erstmal den Weg nach Oh, oben. was liegt denn da? Was ist das? Oh. Nix. Okay. Ja, komm Ja, erstmal ich bitte wollte nur nach oben. gucken, dass ich Danke. nichts verpasse. Wow, guck mal, wie riesig. Perfekt. Naja, Gehört das das ist jetzt alles nicht zu mehr unser uns? Gebiet. Oh, Nee, schade. das ist natürlich nicht bei uns. Also, nee, ist Okay. es nicht. Aber das Ding ist uns. Hast du das eingesammelt eben? Jo, hab Einfach ich, genau, drüber bitte. gelaufen? Nee, ja, okay, ich kann dir nicht sagen, was. Warum ist hier ein Ein Steinzeitbewohner? was? Ihr wohnt in einem Zelt bei einem Lagerfeuer in Steinzeit, Oh. Mensch. Der ist hier gerade rumgelaufen. Okay, lass uns zurück. Das ist schon wieder Stadt und so. Das Okay. ist nicht mehr Ist nicht unser mehr Hof. so. Da können wir Ja. irgendwann mal hin. Da war gerade ein Eichhörnchen. Und das ist Oh. in Baum Ich geklettert. liebe doch Naja, ich kann Eichhörnchen. den. Wegen dem Lauch, ich kann dir nur sagen, ich hab Rechtsklick gedrückt, aber das bringt dir halt nicht Ja. viel. Glaube einfach A bei dir. Also die untere Taste Okay. musst du drücken, Oh, damit du einsammelst. Vorsicht! So. Wo rennst du hin? Ich renne mit, aber hier gibt's später, glaube ich, Hier ist noch. Gegner und sowas. Das ist so eine Erzmine oder irgend Ja. sowas. Da können wir noch Ja, nichts machen, das da ist sind wir auch noch das, was nicht. ich glaube, aber hier ist noch nichts. Ah, okay. Okay. Kaputtes Haus oder so? Kann man da Das rein? könnte ein Schuppen oder ein Lagerhaus oder so Was sein. auch immer hier einst war, es sind nur noch Ruinen übrig. Okay, nein, man kann nicht rein. Soll ich mal wieder ein bisschen Holz sammeln? Nee, brauchen wir gerade nicht. Lass uns erstmal Okay, noch gut. weiterschauen. Dann lauf mir nicht davon. Oh, guck mal, haufenweise Schmetterlinge. Wo bist denn? Ach, da, im Gras. Komm mit, weiter runter. Ja. Einfach durch. Oh, da ist ein riesen Baumstamm. Hier ist ein See. Ui, noch ein See. Jawohl. Und hier unten ist Weg. Okay, Oh. perfekt.
Und da geht's auch noch weiter. Hopp, hopp, hopp. Okay, hier ist ein Silo. Hier ist Mais. Mais? Du gehst nicht bei anderen Leuten kann klauen, ich oder? Nicht Mais, Getreide. Nö, also ich hab's versucht, geht ja, aber nicht. Das wäre auch noch schöner. Hier unten ist ein See und ein Mädchen, was Seil springt. Lass okay. uns mal mit dem Mädchen reden. Das Hallo. Muss ich die anquatschen? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Aha, was denn? 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Okay. Wie heißt die? Jas heißt die. Okay, gut, ja. Ja, Chess wahrscheinlich. Hm. Okay. Hier ist ein See auf jeden Fall. Ich will mal, ich will bei den Blubberblasen. Bei den Blubberblasen-Ding? Okay, ich stell mich. Oh, da ist ein ganz dunkler Fleck auf dem See. Siehst du den? Ja, aber angeln ist gut. Ich muss noch üben. Oh! Ja? Achso. Ich versuch grad meine Axt wegzuschmeißen. Und hepp. Auf geht's. Ich muss mal mehr angeln. Okay, bei den Blasen fange ich immer direkt irgendwas an. Cool. Na nee. Eben kam zweimal Grünanlage oh. raus. Treffer, Fischi. Ah. Ach ja, bei mir oh, dauert's nein. wieder. Ah, eben. Treibholz! Yeah! Ich hab Treibholz geangelt. Sehr schön. Und bitte nochmal das Ganze. Husch! Hm. Ja. Und eine zerbrochene Brille! Ich hab eine zerbrochene Brille! Ich habe einen Schwarzbarsch 30 cm. Super! Geil. Das ist der längste Fisch, den wir bisher hatten. So, ich muss leider zurück, da mein Inventar voll ist. Oh ja, ich glaube, das könnte mir auch passieren. Ja, komm. Ja, komm. Direkt. Mein Inventar ist auch voll. Menno, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht an sowas. Mann. Ja, immer alles. Ja, ja, ist ja gut. Hast ja recht. Ich will Schmetterlinge fangen. Menno, die sind hübsch. Ah. So, wenn wir hier lang gehen, müssten wir auch zu unserer Farm kommen. Also wieder dahin, wo wir hingehören. Jo. Ah, hier geht's drunter durch. Hm? Ich versuche halt gerade einfach nur das Gras wegzumachen. Damit? Komm da nicht. Hier hoch. Ah ja, unten durch. Wo bist du denn? Oh, hier ist sehr viel Grün. Grün? Oh, warte. Sehr viel. Ah, hier sind wir jetzt bei uns vom See. Achso, ich habe ja gar keinen Platz frei. Was okay. will ich denn? Ich bin bei Moment, uns. Moment, ich komm. Wo bist du? Ah, da. Juhu, komm ich hier irgendwo durch? Ah, da. Wert mal. Inventar voll, ja. Jetzt krieg ich auch so eine schöne Anzeige. Ah, doch. Plus Energie und plus Gesundheit. Die Sachen, die wir fangen und kochen können, geben alle Energie und Gesundheit. Wer, die Fische? Jo. Okay. So, ich hab mal den Schwarzbarsch dazu. Ich würde gerne Fischsammlung haben. Und von jedem Fisch mindestens einen behalten. Deswegen. Verkaufe ich das auch erstmal nicht. Hast du gemerkt, was ich gerade gemacht habe? Ich habe dich gegossen. Wie komme ich jetzt nochmal an die... Ah, jetzt habe ich auch die Truhe offen. Okay. Bisschen duschen ist nicht schlecht. Es kann immer nur einer gleichzeitig an der Truhe sein. Deswegen konnte So, ich hab jetzt Moment. Lass mich erstmal alles ablegen, damit ich... Ich habe mein Treibholz und die Grünanlage verkauft. Treibholz und Grün... Soll ich das Treibholz und die Brille vielleicht verkaufen? Ja, ich hab doch eine zerbrochene Brille. Ah, sieht so ja, gut. Papa, sieht so aus, als hätte jemand seine Brille verloren. Komplett kaputt. Soll ich die verkaufen? Wenn das geht? Jo, okay, warte, kaufen. Dann muss das ja in die andere Kiste. So, wie war das jetzt nochmal? Und, Treibholz anklicken, auswählen, wie. Hä? Du musst erstmal in die Truhe. Du hast dich eben von der Truhe wegbewegt. Ah, so funktioniert das genau. Treibholz und auswählen, ja. Ist jetzt weg und die zerbrochene Brille schmeiß ich auch da rein. Genau. So, jetzt haben wir wieder Platz. Perfekt. Wo bist denn? Bei unserer Hasenstatue. Aber ich weiß unserer nicht, was? Kann. Eine Hasenstatue haben wir hier, aber die kann nichts. Schön, hübsch. Tach. Ich hab Ahornsamen. Ah, perfekt, damit kann ich wieder einen Baum anpflanzen. Ah, du das alles mal herkriegst. Ich glaube, ich hack mal ein bisschen Holz. Oder? Wir können noch ein bisschen Holz und so mal in die Truhe rein. Ich habe leider nicht mehr so viel Energie, aber wir haben 50 Holz sogar in der Truhe. Mhm.
Was kann man denn alles herstellen? Ich schau mal so, was man herstellen kann. Fackel, Kiste, Tor. Holzzaun. Tier und Grasgriff. Otterpfad. Das ist cool. Holzpfad. Pflastersteinpfad. Wir wollen Pflastersteinpfad, oder? Ein was wollen wir? Ein Pflastersteinpfad. Können wir machen. Ich kümmere mich drum. Haben wir denn schon genug Steine dafür? Ja, ich glaube schon. Ich hack gerade ein bisschen Holz. Zack. Okay, ich glaube nicht, dass wir genug haben. Ich habe auch noch Steine im Inventar. Tu die mal in die Truhe. Tu immer alles in die Truhe. Du brauchst ja nichts dabei haben. Aber das reicht so erstmal. Das ist so erstmal gut. Oh, was ist das da? Es wird Nacht langsam. Ja, ich hab's mitgekriegt. So, ich nehme mal das mit und stell ein paar Zäune her. Ich hab ja keine Ahnung. Eben habe ich was zertrümmert irgendwie. Das? Sudle, Fasern eingesammelt. Wozu man die auch mal braucht. Was ist das da? Fasern. Nichts Gescheites. Das sieht ja schick aus, was du da machst. Hör, mein einziger Salat da. Ja, ich weiß. Das ist ja außerhalb gerade noch. Und da werde ich dann ein Tor in die Mitte machen, damit man da durchlaufen kann. Okay. Ich wollte mal mein Zeug in die Kiste tun da. Was machen wir eigentlich mit diesen Fasern? Perfekt. Erstmal behalten. Erstmal rein. Wir haben ja noch genug Platz in der Truhe. Mal alles rein und eventuell stellen wir irgendwann was daher. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Okay, wie komme ich denn jetzt wieder an die... das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das alles so drauf habe, wie ich da wo was machen kann und überhaupt. Du musst halt bedenken, ich war eben noch dran, deswegen konntest du nicht dran. Leg alles rein und leg dich dann bitte ins Bett. Ja. Nacht. Gut. So. Und jetzt, wenn dann neuer Tag ist, würde ich gerne Fische. Okay, gehen. Machen wir heute einen Fischentag, okay. Ja, ein paar Fische am Strand. Ich werde zum Strand gehen. Dort ein paar Fische holen. Und, Liest du vor? Ja, jetzt erstmal Abrechnung. Treibholz. Treibholz bringt gar nichts. Und die zerbrochene Brille auch nicht. Leider. Okay. Wahrscheinlich, weil sie kaputt war. Das wissen wir dann jetzt. Grünanlage bringt auch. Grünanlage bringt 15. Okay, 15 Gold. Passt. Dafür, dass wir nicht wirklich viel verkauft haben, ist das okay. Ach ja. Guckst du heute in den Fernseher? Der Hahn kräht. Oh, ich hab Post. Ich lese jetzt erstmal die Post vor. An unsere geschätzten Jojo-Marktkunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperationen, so ergibt das Sinn. Der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz L 601 Jojo GmbH Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris. Repräsentant für Jojo Kundenzufriedenheit. Okay. Jojo ist ein ziemlicher Idiot. Ja, es gibt so einen Jojo-Markt in der Stadt, glaube ich. Weiß. Und ich glaube, ich mich nicht total unsere Sachen sind fertig. Falsch erinnere, wie sammelst du die ein? Mit A. Mit der unteren Taste müsste das gehen. Das war die falsche. Das war nicht A. Kannst du den Steinweg bitte wieder da platzieren? Wie? Gerade weggehauen hast. Wie? Indem du ihn in die Hand nimmst und wieder dort oben platzierst, genauso wie die Samen. Jetzt ist er wieder woanders. Wow. Ja, du hast ihn allzu hoch platziert. Ja, Spitzhacke. So. Perfekt. Wir haben keine Samen mehr, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man die Sachen, die man geerntet hat, auch wieder sieht, quasi. Nee. Die kann ich nicht sehen.
Pastinake essen? Nee, danke, ich will die nicht essen. Erstmal in die Truhe packen? Ich habe sogar eine mit einem goldenen Stern und eine. Ja, ich habe auch irgendwie Stern. Zwei verschiedene. Besonders wertvoll. Genau, die mal alle rein. Kann ich jetzt ran an die Truhe? Ach so, ja, stimmt. Oh, sorry. Jetzt. Sobald du die rein hast, geh bitte wieder in die Truhe weg. Ah ja, hier einmal und da nochmal. Okay, zack. Genau, silberne. Okay, dann werd mal die silberne und eine normale verkaufen. Also bei den normalen verkaufe ich direkt okay. Und silberne verkaufe ich auch zwei. Und dann können wir mal schauen, wie viel gut. Geld die und während kriegen. Du das verkaufst, gehe ich nochmal ein bisschen Fernsehen gucken, okay? Jo. Auch wenn, also heute pflanzen wir ja eh nichts an, weil wir keine Samen mehr haben. Ja, aber wir können ja mal gucken, was sonst so Samen geht. Herstellen? Wetterbericht. Fangen wir mit dem Wetterbericht an. Neuigkeiten, Unterhaltung, bla 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 bla. So, morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Das wäre der Wetterbericht. Und was sagt der Wahrsager? Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, bla bla. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Oh, sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Yeah, das ist ja, nicht so. Ja, so ein Quatsch glaube ich sowieso nicht. Und, ja, mehr haben wir jetzt sonst nichts. Okay, mehr ist nicht zur Auswahl. So ein Quatsch musst du gar nicht glauben, was die Geister gibt. Ah, man weiß ja nie, ne? So, so. Doch, doch. Oh, was Fall. Haben wir heute vor? Wir haben, ja, das ändert leider jetzt meinen Plan, dass wo bist wir, du denn? Die Sachen nicht direkt wieder anpflanzen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen in die Stadt. Schauen, ob wir irgendwo Samen wieder kaufen da bist können. Du. Weil wir müssen ja, wahrscheinlich machen. In dem Jojo-Markt oder so. Außerdem müssen wir ja noch Leute boah, begrüßen. Aber ich will nicht im Jojo-Markt einkaufen gehen. Die sind sehr cool. Katzin. Hallo, Herr Bürgermeister. Oh, hallo. Was für ein Schatz. Ich? Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Hast du die Katzin auch? Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber von ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Aber lass mir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Ich dachte, könnte das Geld brauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Läuft. Hier, lass uns rein. Geh mal rein. Achso, ja, du gehst automatisch. Okay. Ich bin gerade überhaupt nicht im Bild. Beziehungsweise, okay. Ich sehe dich. Warte. Ach so. Ja, das ist wie so ein Filmeinspieler. Ja, ja. Was ist das? Vincent und Jas müsst ihr hier gespielt haben. Jas, mit der habe ich schon geredet. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Ja, gebe ich ihm recht. Oh! Hallo, grüner Apfel. Was? Weg ist der grüne Apfel. Das war kein Apfel. Ich weiß, sah aber aus wie ein... Mich hat's an einen Schleimi erinnert. Ist dir schlecht? Soll ich mal lesen? Die Augen. Nee, alles gut. Du hast etwas gesehen. Würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Da ist wieder das Ding. Boah, du hast voll Angst. Sorgen um dich, Chris. Ach, du bist noch gar nicht so weit, okay. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratten zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Ich will auf keinen Fall Jojo-Mitglied werden. Merkwürdig. Hast du den Ladescreen da auch?
Ja. Nee, du musst klicken, du musst drücken. Ich muss später zurückkommen, um dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Also ich gehe, ich lande draußen. Ich war eben auf dem Spielplatz oder sowas. Du auch? Hallo, komm wieder rein. Komm wieder mit rein. Oh. Lass uns mal ein bisschen schauen, was man hier so Ja, findet. das sieht aber echt gruselig aus hier. Hier ist ein gelber Gelber Apfel. Apfel? Der rennt weg. Er ist weggerannt. Aber hier, oh, schau Ja. mal. Oh, Hieroglyph. Okay. Kann man damit was machen? Oh, ja. Man Ja, sieht sie sich Hieroglyph. an. Okay, gut. Kann man eventuell die Fässer anschauen? Nee, Guck mal hier, das wie dann so lass ein uns zurück. Ja, mit da ist Löchern. nichts. Ich will erstmal die Jojo. Ah, halt. Unser Ausrufezeichen. Fortschritt. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben Wie kommst du einfacher machen. dahin? Eine Vogelscheuche zum Beispiel im Hof. Ah, Fortschritt. Eine Vogelscheuche zum Beispiel wird Krähen davon abhalten, sich an deiner wertvollen Ernte zu vergreifen. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Okay, ich bin Hofarbeit Stufe 1 und dann muss ich halt noch eine Stufe herstellen. Okay. Tiere aufziehen. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden der Wo Stadt. hast du Im das? Gegenzug für Materialien und Geld, ja, im Warte Hof. mal. Und der Fortschritt? Mit Tiere aufziehen. Hab ich nicht. Ich hab Fortschritt, erste Schritte und sag Hallo. Okay, ich habe noch Tiere aufziehen. Lebt im Norden der Stadt, im Gegenzug für Materialien und Geld baust du dir neue Gebäude auf deinem Hof. Mit ihrer Hilfe kannst du einen Hühnerstall oder Stall bauen, damit du Tiere züchten kannst. Okay. Dann erste Schritte. Ah, ich habe erste Schritte fertig. Oh, das ist so fies. Wie machst du das? Warte mal. Hä? Erste Schritte fertig. Du Ja, müsstest eine stimmt. Das Hacke, steht um bei das mir auch Feld zu da. bestellen. Wenn du Bauer werden willst, Ah, musst du mit den hattest. Grundlagen Die Felder anfangen. habe ich alle gemacht, Ja, deswegen. benutze die Hacke und bestell die Felder. Hatte. Genau, das haben wir fertig. Und es gibt eine Belohnung. Hast du schon? Yeah! Ja, genau, gibt 100 Gold. Gut, Perfekt. okay. Das war's auch erstmal, was so ist. Okay, dann schaue ich weiter nach diesen Viechern. Vielleicht braucht man für die. Oh, da unten gibt's was Interessantes vielleicht. Guck mal da. Das ist so. Wie so Pilze vielleicht. Keine Ahnung. Kann man damit was machen? Ich denke, man kann hier erstmal nichts mehr machen. Dann wieder raus. Ist auch schon Ich bin noch 18:50 Uhr. immer voller Energie. Ich auch. Wollen wir ein paar Sachen Ich würde sagen, abernten oder so? Huch. Warte auf mich. wir können, also, ich weiß gar nicht, wo wir genau sind, Das hier, weiß ich auch leider. gerade nicht. Ah, doch, ich weiß, wo wir sind. Komm mit. Bring uns wieder in die Stadt. Guck mal, Brunnen! Und hier ein Tisch, da kann man sich Ja, ich weiß. hinsetzen, picknicken. Und hier unten ist dann wieder der Weg zu unserer Stadt. Hier ist ein Notarzt, Ja, okay. wir sollten uns eh mal Hier ist ein umgucken. schwarzes Brett. Fragezeichen. Genau. Oh, ein Kalender? Kalender. Wir haben jetzt den 5. Am Sonntag ist Louis Geburtstag. Oh, stimmt, man lernt ja die Leute auch alle kennen und so. Und am 13. ist Eierfest. Okay. Wo siehst du das? Wie. Moment. Ah, einfach drüber Aushilfe laufen, gesucht. okay. Und Helis Rauch und Geburtstag, Gottesglanz. Falls es nicht zu Eierfest, viel hier Arbeit ist. Vinzens Geburtstag. Louis. 90 Gramm bei 90 Gold bei Lieferung. Louis wird zufrieden sein. Wo hast du das mit dem? Wollen wir den Gotteslachs suchen? Wo hast du das? Auf dem schwarzen Ja? Brett. Da, wo das Ausrufezeichen ist. Musst du mit interagieren. Eins neben dran. Also nicht auf dem Genau neben Kalender. dran. Okay, ah, Moment. Interagieren. Nee, hier. Oh! Da, wo das. Nein, jetzt bist du rein. Da, wo das Ausrufezeichen ist. Moment, wo bin ich denn? Ah, da. Ja, im Laden. Ausrufezeichen. Hier. Hier, wo ich stehe. Dann komme ich nur in den Kalender. Musst ein Stück weiter zur Seite. Geh mal weg da. Aushilfe gesucht. Meinst du das? Heute hängt hier nichts aus. Bei mir Hä? steht da, heute hängt nichts aus. Also das ist, glaube ich, ja, dann hast du doch schon angeklickt. Was war das gewesen? Gotteslachs, den habe ich jetzt auch Okay. genommen. Wir müssen Gotteslachs finden. Bei Lieferung bekommen wir 90 Gold. Das hört sich nach einem Fisch an. Ja, ist es auch. Okay, da kann man essen gehen Saloon, anscheinend oder ja. so. Die Frage ist, sollten wir mal langsam unsere Leute hier kennenlernen? Wir haben 22 Uhr. Ich denke, das ist nicht die perfekte Ja, Zeit, um gut, in Leute einem Saloon kennenzulernen. sind die vielleicht abends. Da, wo wir eben waren. Naja, egal. Ich würde erstmal wieder schlafen gehen und das am Und dann haben nächsten wir Tag heute machen. gar nichts geschafft. In dem Sinne. Hoffe, dass wir von dem Typen diesmal nicht aufgehalten werden.
Doch, wir haben geerntet. Ja, doch, stimmt, stimmt, stimmt. Und? Okay. Und haben mit dem Typen das neue Haus. Okay, gut, gehen wir mal reinlegen und schlafen. Hast recht. Ja, warte. Das rein. Okay, so. Haus. Perfekt. Und schlafen. Okay. So. Leute, ich würde sagen, das war's. Oh, hast du auch das Fenster? Mit Level 8? Nein, ich habe 5. Tag im Frühling, Jahr 1. Mit Hofarbeit 226 Goldgulden, was auch immer. Und sonst überall 0. Ah, stimmt. Das muss ich mir noch anschauen, bevor wir den Part beenden. Aber erstmal lese ich kurz vor. Ich habe nämlich ein Level. Sehr schön für dich. Ich bin Hofarbeit, nämlich Stufe 1 jetzt. Das bringt plus 1 Gießkanneneffektivität und plus 1 Hackeneffektivität. Ah! Neue Herstellung, Rezept Vogelscheuche. Und neues Herstellungsrezept Standarddünger. Okay, wir können jetzt Dünger und eine Vogelscheuche bauen. Zumindest ich, du noch nicht. So, Hofarbeit, 226 Gold. Ich mach das mal auf. Wie macht das mal auf? Okay. Nee, ich hab's aufgemacht. Wie macht man das? Indem du auf das Plus drückst. Diese 4 Pestinaken haben 140 Gold. Was ist 140 geteilt durch 4? 35? Ja. 35. Da bringt eine 35. Und bei der silbernen bringt eine 43. Okay, also schon mehr. Mhm. 8 mehr. Ja. Lohnt sich also. Diesen Verkauf. Okay. Damit drücke ich auf OK und damit ist Tag 5. Es wird gespeichert. Okay. Ich bedanke mich für die Folge, dass ihr zugeschaut habt. Ich mich auch. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich würde sagen, tschüss. Habt noch einen schönen Tag.